Knapp 300 Schwimmer gingen am 8. Februar diesen Jahres in der Schwimmhalle in Riesa auf die seltenen Strecken. Gemeint sind damit Distanzen, die weniger häufig im Wettkampfbetrieb vorkommen. 200, 400, 800 und 1500 Meter, auch die 4x50 Meter Beinstrecken wurden geschwommen. Vom gastgebenden Sportclub Riesa traten 83 Schwimmer und Triathleten an. Dabei gelang es 40 Riesern, insgesamt 72 Plätze auf dem Siegerpodest zu erreichen. Neben zahlreichen sächsischen Vereinen hatten sich auch Schwimmer aus Berlin-Brandenburg angemeldet. Damit war die Halle gut gefüllt und auch die Besucher konnten spannende Rennen im 50-Meter-Becken der Schwimmhalle beobachten. Insgesamt hatten 23 Vereine für den Wettkampf in Riesa gemeldet. Das sind fast doppelt so viel als im Jahr 2012.